Heute ist Samstag, der 7. November 2020. Unser Ausflugsziel ist heute der Hennesee bei Meschede im Hochsauerland. Ab 2. November haben wir den zweiten Teil Lockdown in der Corona-Krise und es sind alle Gaststätten geschlossen. Deshalb haben wir uns Trinken und Essen mitgenommen. Es ist ein herrlicher Tag, die Sonne scheint und es ist total windstill. Wir fahren vom Wolfhagen über Bad Arolsen, Brilon nach Meschede. Es sind ca. 85 Kilometer. Hier am Staudamm vom Hennesee stellen wir unser Auto ab. Dann geht es zur Himmelstreppe. Es sind 333 Stufen aus Metall, die vom Tal bis hoch zum Staudamm führen. Die Himmelstreppe wurde im September 2014 freigegeben. Sie besteht aus 30 Tonnen Stahl, hat 333 Stufen. Der Höhenunterschied beträgt 55 Meter. Abends wird sie beleuchtet. Da wir ja in unserem Alter nicht mehr ganz so fit sind, haben wir die Möglichkeit genutzt, über Serpentinen die Hälfte der Strecke zurückzulegen. Haben dann nur noch ca. 100 Stufen bis zur Aussichtsplattform erklimmen müssen. Hier von der Plattform aus hat man einen herrlichen Blick über Meschede und über den Hennesee. Wegen Reparaturarbeiten an der Staumauer war der See fast leer und wir konnten deshalb auch nicht von hier die Sperrmauer betreten. Hier noch einmal ein Blick von hier oben bis ins Tal. Wären wir ein paar Jahre jünger, hätten wir auch die 333 Stufen erklommen. Nun geht es wieder nach unten. Nun geht es zurück zum Auto. Hier ein kleiner Zwischenstopp an den Hennedamm Hotel. Der nächste Stopp ist hier am Welcome Hotel. Es ist hier wunderschön zum Spazierengehen. Die herbstlichen Farben im Sonnenlicht ist einfach nur schön. Von hier noch ein Blick auf den Staudamm. Er wurde mit einer Asphaltdichtung überzogen. Der Wasserstand des Sees wurde um ca. 14 Meter abgesenkt. Jetzt kommen wir an das Friedensglockendenkmal. Die Glocken sind Bombenköpfe von entschärften Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg.
Nun geht es wieder zurück zum Auto. Unser nächster Stopp war dann hier an dem Restaurant H1 am See. Hier sind wir jetzt an dem Feriendorf Hennessee bei Remplinghausen. Hier sieht man auf der einen Seite der Straße den fast leeren Hennessee wegen Reparaturarbeiten an der Sperrmauer und auf der anderen Seite der Zulauf des Vorbeckens mit Wasser gefüllt. Von hier sind es nur noch ein paar Meter bis zum Feriendorf Hennessee bei Remplinghausen. Hier vom Feriendorf am Hennessee geht es nun wieder Richtung Heimat. Haben noch ein paar Zwischenstopps eingelegt, wie ihr hier sehen könnt. Hier im Brunskappel am Schloss Wildenberg machen wir ebenfalls nochmal Halt. Jetzt hier das verwunschene Schloss. Hier unser letzter Aufenthalt. Was könnte das sein? Es ist das Curioseum Panopticum bei Willingen. Es war heute wieder ein wunderschöner Tag, trotz Corona-Krise. Man weiß ja nie, wie lange man einen so schönen Herbsttag noch genießen kann. Vor allen Dingen, wenn schon eine 8 vor dem Geburtstag steht. Haben euch die herbstlichen Aufnahmen ein bisschen gefallen, so würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder über einen schönen Kommentar. Auch könnt ihr uns gerne abonnieren. Hiermit bedanken wir uns für euren Aufruf. Wünschen euch vor allen Dingen Gesundheit. Bis zu unserem nächsten Video.